Das heißt, ich bin fast zur Hälfte. Hey, yo, Leute! Willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich was ganz Interessantes geplant. Die meisten Menschen heutzutage haben mehrere Nationalitäten. Es gibt wirklich nur noch wenige, die wirklich eine reine Nationalität haben. Bei mir ist die Sache wirklich sicher zurückverfolgbar, sind wirklich nur deutsche Vorfahren von mir. Aber ich bin mir sicher, irgendwas anderes ist auf jeden Fall noch in mir drin. Ich möchte gerne wissen, wer denn noch alles? Und deswegen habe ich mir was bestellt. Diese Box hier, ich möchte jetzt keine Werbung machen, deswegen sage ich den Namen nicht genau. Ich habe das mal gerne unten verlinkt, falls ihr es auch mal gerne machen möchtet. Auf jeden Fall kann man hiermit eben herausfinden, welche Nationalitäten in einem stecken. Man gibt hier eine kleine DNA-Probe ab und die ermitteln dann, welche Vorfahren du hast. Und genau das machen wir heute. So, ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier aufgeht und wie überhaupt das Ganze funktioniert. Wir gucken uns gemeinsam an. Aha, man kann das schön hier aufschieben. Dann sind hier mehrere kleine Zettel drin. Hier ist der Rücksendebogen, wo man die ganzen Proben hinschickt. Und hier steht auch drin, wie es funktioniert, allerdings nur in Englisch. Dann haben wir hier noch sehr merkwürdig aussehende Dinge. Zwei so kleine Ampullen und zwei Stäbchen. Das ist alles, was da drin ist. Also wie gesagt, ich weiß echt nicht, wie es funktioniert. Versuchen es mal rauszukriegen durch die englische Anleitung. Ein bisschen Englisch kann ich ja dann doch. Activate your kit online. Muss ich das jetzt zwangsläufig vorher machen? Hier steht, ich soll den Schritt nicht überspringen, aber kann ich nicht erst das ganze Zeug machen, dann wegschicken und dann es aktivieren? Dann soll ich die ganzen Sachen öffnen und auf den Tisch legen. Dann nehme ich hier so ein Stäbchen, tue es hier in eine Seite rein für 30 bis 60 Sekunden. Dann stecke ich es in so eine Ampulle. Dann die natürlich wieder fest zumachen, dann die andere Seite. Dann die Ampullen hiermit wieder in dieses Posting. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, in etwa 4 Wochen kriegen wir, hier steht 4 bis 6 Wochen, kriegen wir die Ergebnisse. Welche Nationalitäten ich wirklich abstamme. Aha, hier steht drauf, bevor ich es zurücksende, soll ich es aktivieren, aber ich kann das ruhig jetzt machen. Dann aktiviere ich das Offcam. Schick's dann weg. Ich sag, wir machen jetzt mal kurz. Welches ich jetzt in welche Seite tue, denke ich mal, ist egal. Ich stelle mir mal einen Timer. Ich mache einfach mal 1 Minute Timer und start. Eins haben wir jetzt fertig. Vorsichtig. Drehen wir so eine Ampulle auf. Stecken das da rein. Dann brechen wir das hier ab und verschließen es wieder. Dann machen wir das Ganze noch mit der anderen Seite und los geht's. Zweiter Stab auch fertig. Der kommt in die Ampulle. Also ich weiß nicht, wie es Stammzellspenden ist, weil ich es leider noch nie gemacht habe. Weil es eine gute Sache ist, könnten wir mal machen. Aber ich denke, so in etwa wie Stammzellenspende läuft das auch. Ich packe das auf jeden Fall jetzt hier rein. Extra hier schön dieses Tuch, was dabei ist. Eine Seite und das andere schön auf die andere Seite. Schön rein hier in dieses Posting. Das Tuch. Ihr schickt es dann weg. Und wir sehen uns 4 bis 6 Wochen wieder. So, circa 4 Wochen sind jetzt vorbei. Hier bin ich wieder. Ja, ich bin schon umgezogen und ich glaube, man hört auch im Hintergrund. Meine Katzen können zwar 20 Stunden am Tag schlafen, aber jetzt sind sie gerade hellwach, wenn ich ein Video drehe. Vielen Dank. Jedenfalls sind jetzt die Ergebnisse des DNA-Tests da. Ich möchte mal kurz dazu sagen, dieser DNA-Test, das ist ja nicht irgendwie eine Vorhersage oder eine Wahrsagerei oder irgendwas. Die tun ja wirklich diesen DNA-Test im Labor untersuchen und daher ist es kein Schwachsinn, was sie am Erzählen. Natürlich muss es nicht so sein. Man kann anhand der DNA natürlich nur sagen, das ist typisch für die und die Region. Ob das jetzt 100% stimmt, kann man natürlich auch nicht sagen. Aber es ist nicht völliger Schwachsinn. Und wenn dann die Ergebnisse da sind, ist das Ganze so, man bekommt eine E-Mail. Und da steht dann da, sie haben ihre Ergebnisse bekommen. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, wir werden es gleich rausfinden, kann man sich so eine kleine Präsentation anschauen. Das machen wir jetzt gleich. In der man dann eben erfährt, woher ich komme. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. Ich bin hier auf dieser Website, MyHeritageDNA. Ja, und
Hier steht, Jan ist bereit, ihre Herkunft zu entdecken. Und ja, ich bin bereit, deswegen fangen wir an. Jannis, Sie sind... Okay, Nord- und Westeuropäer, 44,6%. Wenn das jetzt alles war, ist es ein bisschen enttäuschend. Aha. Okay, ich bin zu 42,5% auch Engländer. War's das jetzt? Nein. 8,6% bin ich Iberer. Okay. Dann bin ich noch 2,9% Finne. War's das? Und 1,4% Westasiate. Jetzt dürften alle Prozent, ja. Okay. Also Nord- und Westeuropäer, das war jetzt irgendwie nicht wirklich ganz verwunderlich. Gut, Westeuropäer jetzt vielleicht nicht ganz so, weil ich ja doch relativ hell bin, aber Nordeuropäer kann sein. 42,5% Engländer. Das heißt, ich bin fast zur Hälfte ein Engländer. Das erklärt aber so einiges. Wenn ich meine Haare jetzt dunkelbraun färben will und keine Naturhaarfarbe benutze, werden meine Haare eigentlich immer rot. Ich habe die jetzt schon längere Zeit nicht mehr gefärbt, oder ihr kennt sie gar nicht gefärbt. Ich hatte sie früher in meiner Zeit dann gefärbt. Da haben wir so viele Haarfarben ausprobiert und wirklich nur die Naturhaarfarbe braun wurde nach braun, alles andere wurde rot. Das würde Engländer erklären. Zweite Sache, warum Engländer auch. Ich bin so ein typischer Engländer, der geht in die Sonne, wird nicht braun und wird dann eben immer rot. Das erklärt diese Sache aus England. Also ich bin fast ein Engländer, kann man so sagen. Gut, Iberer, weiß jetzt nicht genau, wo das herkommt. Finne, gut, da sind wir wieder beim Nordeuropäer eigentlich. Also, wobei der Engländer ja auch ein Westeuropäer ist. Ja, ein Westasiate, da bin ich völlig verwirrt. Wie kommt ein Asiate bei uns rein? In die Familie. Ich finde es spannend, ja. Also ich werde mal ein bisschen nachforschen. Vielleicht weiß ja doch jemand irgendwas aus meiner Familie, was mit Asiaten zu tun hat. Obwohl, wie gesagt, ich eben schon nachgefragt habe. Und das Einzige, was zurückverfolgbar war, waren eben die Deutschen. Und da sind wir wieder beim Westeuropäer. Ich bin halt wahrscheinlich doch wirklich sehr, sehr deutsch. Aber auch sehr englisch. Bisschen iberisch, ganz wenig Finne und fast gar nicht Westasiate. Was ist denn bitte los mit euch? Meine Katzen unterhalten sich gerade wieder. Man sieht hier auf dieser Karte ja auch so ein bisschen die Punkte. Man sieht schon hier Deutschland, Frankreich, da ist sehr viel. Dann eben da England, was sie hatten, Finnland, das Asiatische da bei Türkei, Iran. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo Iberien liegt. Aber man sieht auf jeden Fall die Punkte hier, wo ich hauptsächlich herkomme. Auch wenn United Kingdom, also England, ein relativ kleiner Fleck ist, ist die Prozentanzahl aber ziemlich hoch, also ich bin fast Engländer. Ich würde sagen, ich bin Deutscher, Franzose und Engländer. Das kann man so zusammenfassen. So, ziemlich krass finde ich die Ergebnisse, also ich finde das mega interessant sowas. Deswegen würde ich jedem empfehlen, macht sowas auch mal, dass ihr mal genau wisst, wo ihr herkommt. Das ist einfach mega spannend und so Sachen wie Westasiate oder Iberer hätte ich nie rausgefunden. Und auch, dass Engländer so eine hohe Prozentzahl hat, finde ich echt erstaunlich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so ein großer Engländer bin. Trotz alledem ist Deutschland wahrscheinlich das meiste, wobei hier eben Deutschland und Frankreich eingezeichnet ist. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen französisch. Und wie schon gesagt, ihr könnt das Ding gerne unten in der Beschreibung holen, wenn ihr möchtet. Ich mache hier keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Ich finde es echt einfach nur geil. Deswegen guckt doch mal in die Beschreibung und holt euch das Ding. Lucifer, was machst du hier? Ich drehe gerade ein Video. Ist gerade schlecht. Jetzt kommst du auch noch, Kitty. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt doch gerne mal mit dem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal zwei alte Videos von mir eingeblendet. Könnt ihr drauf gucken, sind sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich hier natürlich kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern.